one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. Nobody knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. Vengeance that's never free. Behind Blue Eyes. Da plustert er sich auf. Völlig zu Recht. Der Kakadu. Wer ist denn der Kakadu? Wow. Auf jeden Fall. Das Outfit ist schon sehr süß. Und die Performance hat auch, ist auch wirklich dem Outfit gerecht geworden. Das war wirklich sehr, sehr süß. Und das Outfit, das gefällt mir einfach. Ich glaube, das kommt dabei raus, wenn ich einen Papagei ficke. Also guckt euch mal. Oder? Ich würde schon sagen. Also ich habe mich bei der Performance, weil habe ich so eine ganz schöne Wärme gespürt. So eine Wärme, so als würde es jemand sein, der sehr viel älter ist als ich. Und ich habe auch, würde ich behaupten, beim Gesang so einen leichten deutschen Akzent gehört. Also, und lustig sein war auch in den Indizien mit drin. Also mein Gefühl sagt mir, das ist ein alter Showhase der deutschen Comedy. Und ich glaube, das ist auch jemand, den ich als Kind angeschaut und bewundert habe. Und mein Tipp, sehr unsicher, aber ich würde sagen Jürgen von der Lippe. Ich bin unsicher, aber ich... Fühlt sich so an. Jürgen von der Lippe, was sagt Max? Das ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp. Das würde auch diesen ganzen Hawaii-Bezug, und er ist ein bunter Vogel, irgendwie erklären. Und er hat ja auch jetzt hier so ein Programm da geschrieben. Ne? Das machst du als Comedian auch. Muss lustig sein, kennst du. Aber ich verstehe dann diesen Richterhammer überhaupt nicht. Und deswegen möchte ich gerne von Jürgen von der Lippe weggehen. Und ich glaube, es ist Richter Alexander Holt, der hier vor uns steht. So, ne, und er ist, na, das waren hier... Das wäre der Hammer. Er hat sich gerade verraten, er hat so gemacht. Das machen Kakadus immer, wenn die ertappt werden. Also es war so viel... Und Kakadus werden oft ertappt. Ja. Ich hatte einen lange Zeit zu Hause. Tatsächlich? Zwei Kakadu-Weibchen. Ja, und du überlegst noch? Vielleicht ist es auch eins von meinen Kakadu-Weibchen von früher. Das ist gar kein Mensch drunter, das ist einfach ein großer Kakadu, der hier sein Unwesen treibt. Ja, wer weiß. Ich fand, lieber Kaka, du hast einfach mit deiner ganzen Seele hier gesungen und mich so berührt. Das war wunderschön. Das war so toll. Vielen Dank dafür. Das war... Auch wenn es vielleicht kein professioneller Sänger ist, es war einfach, es hat einen so berührt, weil einfach deine Seele mitgesungen hat. Das war sehr schön. Aber ich habe unserem Elton letzte Woche ja auch zugehört und der hat einen Namen fallen lassen und da bin ich nochmal in mich gegangen. Es hat geklingelt. Es war nämlich im letzten Film letzte Woche war ein Pferd zu sehen und Heinz Hönig hat War Horse gespielt, ein Musical mit einem gigantischen Pferd.
Und wir haben gerade auch Grips lesen können im Film. Und Heinz Hönig war auch am Grips-Theater in Berlin. Oh. Also mein Tipp, Kakadu, du bist vielleicht Heinz Hönig. Man fühlt sich wieder ertappt. Also ich habe neulich beim Seppen, möchte ich dazu sagen, in einer Schlagersendung den Koch Kolja Kleberg singen gehört. Und das kam dem, was der Kakadu da gemacht hat, relativ nah. Und vor allem würde dann auch das ganze Obst im Beitrag Sinn machen. Vielleicht hat er nebenbei beim Dreh noch einen Obstsalat zubereitet. Hm. Stimmt, Obst war bisher immer dabei. Ja, eine große Rolle, immer Wassermelonen, Ananas. Klein geschnittene Kokosnüsse, ja. Melonen, aber Obst ist Zitronen. Ja, wie wunderbar unterschiedliche Vorschläge. Ihr habt keine Ahnung, das finde ich großartig. Das ist richtig. Habt ihr denn eine Frage zumindest an den Kakadu? Ja, Behind Blue Eyes, könnte das ein versteckter Hinweis sein? Können diese Augen lügen? Ah. Mm.